Glück auf und herzlich willkommen zum dritten Teil des Daily Vlogs. Was ist seit gestern passiert oder was ist allgemein hier an der Anlage passiert? An der Modellbahnanlage ist soweit technisch erstmal nichts passiert. Ich wollte gestern eigentlich noch die Blöcke belegen bei Train Controller und so weiter. Bin aber ehrlicherweise gesagt nicht dazu gekommen. Ich hatte in der Mittagsschlaf dahin gerafft, wenn man das so sagen darf. Und nachmittags hatte ich dann mit den Kindern zu tun. Und abends hatte ich schon keine Lust mehr. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem was passiert. Jetzt hat gerade der Rechner abgekackt. So, denn ich habe mich heute tagsüber mal rangemacht, mal die Blöcke einzuprogrammieren. Ihr seht jetzt hier schon Blöcke oder ihr seht jetzt hier schon Sachen auf dem Plan, die so noch gar nicht existieren. Das ist aber alles nur die untere Ebene, das muss ich dazu sagen, aber genaueres gibt es dann im separaten Video, was wahrscheinlich am 21. oder am 27.12. erscheint. Also wir kommen dieses Jahr definitiv noch zu Train Controller Gold. Ja, ihr seht zum Beispiel auch hier, das kann ich mal ganz kurz noch zeigen, wir haben hier einen Block, der meldet nicht. Und hier haben wir den zweiten, obwohl beide Blöcke, wie ihr seht, belegt sind. Das ist einmal der hier. Jetzt seht ihr schon gleich, was dann kommt. Und das ist einmal der hier. Ist klar, bei dem ist es klar, der hat kein Licht drin. Noch nicht, kommt aber irgendwann auch. Das Einzige, was ich bei ihm hier, beim VT, nicht so ganz verstehe, warum der das nicht meldet. Also der meldet nur erst, wenn die letzten zwei Wagen drüber sind, dann meldet der. Das habe ich halt schon probiert. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Dann hatten wir gestern die Frage mit dem Mannequin hier. Stellt nicht scharf, dieser hier. Das ist ein Bergsteiger, habe ich mir sagen lassen. Und da gibt es so auch ein Forum dazu, wo das drinnen steht, was das für Leute sind, die da dazugehören. Aber gut, wie gesagt, alle werde ich eh nicht benutzen und dann gucken wir mal, was dann davon verwendet werden kann. Dann war heute die Post bei mir. Und zwar hat mir die liebe Post gebracht die Schaltdecoder von DigiCase. Ihr wisst ja, ich arbeite mit Z21, ansonsten nur mit DigiCase. Dann hat mir in dem Päckchen noch beigelegt die Rückmelder, die Belegmodule zweimal und dann natürlich die Kabel einmal 3 Meter und einmal 7 Meter. Die 7 Meter sind dann für die Türe, dass ich einen hier unten drunter machen kann und der andere kommt dann hinten in die Abstellung. Aber eins machen wir heute noch, nämlich den Kollege. Den machen wir heute noch auf. Und zwar ist das die Nummer 5. Entschuldigt bitte, die Vlogs werden mit Handy aufgenommen, deshalb wackelt das ein bisschen. Ist mir der 5. So, jetzt geht es der Order wieder los. Ich habe gerade eine Stange, was Spitzes. Ich bin gleich wieder da. So, dann gucken wir mal. Entschuldigt bitte, das ist ein bisschen wackelt, aber die werden alle mit dem Handy aufgenommen, die Vlogs. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch es überhaupt gefällt. Heute haben wir einen People, der sich am Knie kratzt. Früher hätte ich gesagt, Stelle markieren und waschen. Aber okay. Gut, den können wir vielleicht noch gebrauchen irgendwann. Den schmeißen wir rein. Zack. Den Kalender tun wir wieder rüber. Wunderbar. So. Ja, ansonsten wird heute nichts mehr weiter passieren. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen, die Beine lang machen und ein bisschen erholen, weil ganz auf dem Dampf bin ich noch nicht. Dafür übrigens für die guten Besserungswünsche recht herzlichen Dank. Ich antworte auch auf die Kommentare. Mache ich nachher vielleicht noch. Gucken wir mal. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es von meiner Seite eigentlich nichts weiter. Aber außer, dass ich morgen mal sehen will, dass ich die Blöcke soweit dann komplett einrichten kann. Zumindest, dass sie alle belegt melden. Vielleicht fahre ich morgen auch noch mal in den Modellbahnladen. Da gibt es ja so einen gewissen Lack. Widerstandslack ist das, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Und ich werde mal die Achsen
markieren oder mal einpinseln, dass die belegten halt auch alle ordentlich funktionieren, denn wenn ich die 100 draufstelle, also die Baureihe 110, dann melden die auch einwandfrei. Wie gesagt, woran es liegt, keine Ahnung, entweder vielleicht nochmal die Schienen richtig sauber machen, könnte noch eine Möglichkeit sein, aber gucken wir einfach mal. So. Dann soll es das von hier für heute gewesen sein. Und ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Morgen lassen wir mal, denke ich, gemütlich mal einen fahren. Also nicht das, sondern die Geräte hier unten. Genauere Videos dann zum EC40 und zum, der ein oder andere hat man mit Sicherheit schon entdeckt, zum München-Nürnberg Express, da er noch nicht vollständig ist, folgen noch. Aber fragt mich da bitte nicht wann, weil da muss ich gewisse Informationen einsammeln. Ihr seht morgen, wenn alles klappt, auch ein Zug, den ich euch wahrscheinlich dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres noch vorstellen werde. Da habe ich schon die ganzen Informationen zusammen, wo er gefahren ist und so weiter. Und ja, aber das soll es jetzt dann endgültig gewesen sein. Also vielen Dank fürs Zuschauen und macht's nicht gut, macht's besser. Glück auf. Bis morgen. Ciao.